Hallo und herzlich willkommen im Filmclub. Heute geht es weiter mit der Kritik zu Sausage Party, einem Animationsfilm ab 16, in dem lebende Lebensmittel versuchen, die Wahrheit über ihre Existenz herauszufinden. Die Handlung des Films ist wirklich völlig absurd. Das kann man anhand der Trailer und Filmclips, die vorab veröffentlicht wurden, noch nicht abstreiten. Und ich dachte mir phasenweise im Kino, was schaue ich hier eigentlich gerade, was ist das für ein Film? Und ich frage mich wirklich, was die Macher dieses Films davor genommen haben, bevor sie diesen Film geschrieben haben, weil es wirklich, wie gesagt, völlig absurd ist. Dennoch merkt man so, dass hier in diesem Film doch relativ viel Kreativität drin steckt und ich weiß auch ungefähr so, wo der Film hin will. Der versucht nämlich in diesem Supermarkt sozusagen die Welt darzustellen. Ich möchte das in einem kleinen Beispiel mal formulieren, denn es läuft in diesem Supermarkt das Sauerkraut in so kleinen Nazi-Uniformen rum und es wird die ganze Zeit erzählt, dass das Sauerkraut vor einigen Jahren die Bagels aus ihrem Gang vertrieben haben und so in der Art wird die Welt in diesem Supermarkt dargestellt. Einige dieser Anspielungen, längst noch nicht alle, aber einige dieser Anspielungen haben mir relativ gut gefallen, andere funktionieren überhaupt nicht, aber das mit den Anspielungen finde ich grundsätzlich gut, aber der Film konzentriert sich viel, viel zu sehr auf den derben Humor, auf den ich gleich kommen werde. Der Humor ist mir ehrlich gesagt zu derbe. Ich kann mit dem Seth Rogen-Humor ehrlich gesagt nichts anfangen, außer vielleicht den Bad Neighbors-Film, an dem ich sehr, sehr viel Spaß hatte. Aber ansonsten kann ich mit dem Humor nichts anfangen und in diesem Film waren einzelne witzige Stellen dabei, wo ich auch lachen konnte. Aber größtenteils sind es wirklich sehr, sehr perverse und niveaulose Witze in meinen Augen. Das größte Problem an diesem Film ist, dass er sich viel, viel zu sehr auf diese Witze konzentriert, darauf konzentriert, den nächsten perversen Witz zu reißen, anstatt irgendwie die Handlung voranzutreiben oder noch eine coole Anspielung reinzubringen. Das ist mein persönliches Problem mit dem Film. Die Animationen in diesem Film sind wirklich okay und obwohl die Konkurrenz deutlich besser ist, ist das auf jeden Fall nicht das Hauptproblem dieses Films. Ich konnte mit diesem Film generell auch nichts anfangen und deshalb gebe ich dem Film 3 von 10 Punkten. Falls ihr eine andere Meinung habt, schreibt das bitte gerne in die Kommentare und ansonsten könnt ihr uns hier noch abonnieren und hier ein anderes Video anklicken und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal mit einer Kritik mit mir, dem Frederik.